Okay, Leute, ich bin's wieder, Ali, und wir spielen Bam 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 64. Im letzten Part besiegen wir Artemis. Unheimlich schnell. Also, ich wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es eine Sie ist. Ich hab's vorhin auch nur gelesen und dachte nur, oh! Okay, pump it up. Wir sind nun auf der anderen Seite. Nein, nicht die Maschinen schon wieder. Nose! Ah, ich hab ne Idee. Moment. Ja, genau, jetzt muss ich die Kiste nicht mal zerstören. Cool. Ich spiele ein geiles Level. Okay, und die Gegner töten sie auch. Super, ihr tötet euch gegenseitig. Ja, einige fragen sich, warum ich mich so blöd anstelle. Und wie ich bereits erwähnt habe, das ist blind. Das heißt, oh, eine goldene Karte. Das heißt, ich habe absolut keine Ahnung, was ich tun soll. Und das meine ich ernst. So, Kameraansicht ändern. Okay, ich würde sagen, ich zerstöre erst einmal ein paar Kisten. Denn ich benötige Feuerkraft. Sowie zusätzliche Bomben. Wow. Okay, voll die Action hier. Um meine Gegner zu umzingeln. Ungefähr so. Haha, was machst du nun? Ey, ich wollte ihn töten. Ihr Spastenmaschinen. So, jetzt reicht's mir allmählich. Ich frage mich, ob man euch zerstören kann. Muss doch gehen. Ich meine, da oben versperrt mir den Weg. Das geht gar nicht hier. So, erstmal weggehen. Jetzt gehen wir rauf. Und, boah. Wow, was ist da oben drauf? Das ist ja cool. Und boom, ich bin im Bar. So, du müsstest auch gleich tot sein. Bam. Mein Gott, meine Feuerkraft wird größer. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor meiner Macht. Okay. Den da oben zerstören wir ebenfalls. Ich glaube, so hoch komme ich gar nicht, oder? Nee, das wird nix. Oder? Ja, damit haben wir zumindest einen... Oh, Magic Butterfly! Yay! So, wir zerstören Bäume. Nein, er zerstört Bäume. Der Naturschutz wird das gar nicht gut heißen. So, oh mein Gott, voll die Action hier. Aber den kann ich zerstören. Ich meine, oh, der ist auf einer Ebene, den ich treffen kann. Die ich treffen kann. Oh, 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 oh. Mit meiner gigantischen Bombe. So, Schmetterling. So gern ich dich auch mag. Bam! Stirb! Oh mein Gott, die schenkt mir ein Herzchen. Cool, und der blockiert mir den Weg. Das geht gar nicht hier. So. Zum Glück bist du kein NPC, den ich nicht töten kann, sonst hätten wir ein Problem. Wie in gewissen anderen Spielen. Okay. So, noch mehr Bäume zerstören. Yay. Scheiß auf Natur. Endlich wieder LCD. Ein Insider-Spruch von einem Kumpel von mir, der eine Woche in Polen war und dort die reinste Natur erlebt hat und seinen LCD-Fernseher wirklich vermisst hat. Und dann kam der Spruch, ah, scheiß Natur, endlich wieder LCD, das war cool. So. Okay, die Brücke muss... Ah, gut, jetzt komme ich da runter, okay. Ist das... Das sah gerade aus wie Prinzessin Peach. Naja, das ist sie wohl nicht. Okay, muss ich da eine Bombe reinwerfen? Komm, das schaffe ich, kein Problem für Bomberman. Ach du Scheiße. So, du müsstest gleich sterben. So. Weil in der Regel haben die... Hey, Sirius! Was geht ab, Kollege? Water used to run from Waterway to that statue of goddess. Altair had the Waterway moved and now the water no longer reach it. Will you repair the Waterway? Warum kannst du das nicht tun? Hallo? Du stehst immer in irgendeiner Ecke rum und sagst, ja, mach mal das und dies und das. Ja, ich muss wieder alles machen. Genau, der Held. Der Held ist so ein Opfer eigentlich. Der Held ist kein Held. Er ist ein Opfer. So. Und ich komme da nicht an. Ich probiere es nochmal. Boah, nein, verdammt. Okay, was soll ich tun? Ich muss... Ich hab eine Idee. Genau, ich muss da oben stehen. Ja, das ist offensichtlich. Aber ich könnte es theoretisch auch von hier schaffen. Mit ganz viel Anschwung. Schade. Oder auch nicht. So. So, das kann ich, glaube ich, auch zerstören. Oh, eine goldene Karte. Ich liebe goldene Karten. Ich muss mich mal hier genauer umsehen. Ah, wo soll ich lang gehen? Ich komme von hier nicht an. So. Gut, dann würde ich sagen... woanders lang. Also ich habe ehrlich gesagt, ach so, eine Brücke, eine weitere Brücke, die wir benutzen können mit unserer gigantischen Bombe, weil wir ja so im Bar sind. Okay, ich hätte mich fast selbst getroffen. Also meine Feuerkraft ist schon deftig heftig. So. Hier muss doch auch irgendwas sein. Was? Kein Geheimnis? Wäre ich Entwickler, hätte ich da ein Geheimnis platziert. So. Jetzt würde ich sagen, wir gehen hier hoch. Das Level ist tierisch lang. So, wo sind wir nun? Okay, jetzt gehe ich weiter hoch. Ach, hier sind nur Gegner. Okay. Warum auch nicht? Ich meine, ich kann alles umbringen. Oh, was zur Hölle ist das? Okay, was habe ich hier eingesammelt?
Ein Fragezeichen. Was bringt mir das denn? Toll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Egal. Ich glaube, das erklärt sich von selbst während dem Spielverlauf. Hoffe ich zumindest. So. Droppst du irgendwas Schönes? Ja, Money. Money, 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 Money. So. Okay, hier hat mir den ersten Schalter, den wir betätigen. Und ich habe keine Ahnung, was er auslöst. Egal, wir betätigen alle Schalter. Oh yeah! Wir haben wieder eine Barriere errichtet und da befindet sich kein Wasser mehr. Das ist gut. So, hier nochmal ein paar Gegner umbringen. Naja, was heißt ein paar? Ein Gegner? Oh, scheiße. So. So kann man auch Bomben sparen. Aha, goldene Karten. Yay! Yeah. Extras for the win. So. Jetzt muss ich da runtergehen. Vermute ich mal. So. Wow, 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 wow. Es gibt übrigens noch ein anderes Bomberman für die N64 mit neuen Innovationen. Aber das werde ich jetzt nicht spielen. Das ist so eine ähnliche Sache wie bei Mother 1. So, Magic Butterfly, yay, die nenne ich jetzt, die Dinger. Obwohl sie anders heißen, bestimmt. Wow! Ja, wenn die keinen Namen haben, ist auch gut. Wow! Was zur Hölle? Nein, 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 nein! Egal, bekomme ich halt zwei Herzchen. So, kein Problem für den Bomberman. So, ich hoffe, hier gibt es wieder rote Upgrade-Bomben, das wäre voll cool. Okay, 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 Geld, 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 ich brauche kein Geld. Ich brauche Bomben! So. Kann ich damit direkt drei Stück zerstören mit meiner gigantischen Bombe und euch beide. So, und ich hoffe... Mann, ich kann mit Bi nichts anfangen. Ich zur Hölle brauche... Ja! So. Der Schaden steigt nun erheblich. Aber ich frage mich, ob mir das überhaupt was bringt. Naja, bei diversen Gegnern wahrscheinlich. So. Ja, ich schaue mich genau um. Okay. So, von da bin ich gekommen? Nein, bin ich gar nicht. Okay. Hier ist wahrscheinlich auch wieder nur Geld. Ja. Nein, wieder so ein Fragezeichen. Achso, die muss ich wahrscheinlich suchen. Da passiert etwas. Mann, das Level ist entlang. Okay. Gehe ich erst einmal hier hoch. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Oder? Oder? Nee, doch, hier war ich bereits. Verdammt, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich zerstöre Bäume, weil ich nichts Besseres zu tun habe. So. Ich gehe nochmal da längs. Ich habe irgendwas übersehen. Irgendwas muss ich übersehen haben. So. Wie komme ich da hoch? So, da ist eine Treppe. Ich verstehe es nicht. Gibt es hier sowas wie einen Geheimeingang? Muss ich die Wände zerstören? Oder kann ich hier rein? Nee, das bringt auch nichts. Seltsam. Aha. Aha. Das ist ja interessant. Okay. Dann mache ich mal weiter. Das kann man also mit dem Upgrade-Bomben auslösen. Das ist ja interessant. Ah, nun haben wir die vollständige Treppe. Das ist gut. Jetzt kommen wir da hoch. Okay. Ach so, ich muss da keine Bombe reinwerfen. Also ich weiß auch nicht, was die NPCs mir sagen. Okay, und damit hätten wir das Level beendet. Das ist gut. So, jetzt müssen wir nur noch da hoch und nicht sterben. Bloß nicht sterben. Ich kann gar nicht sterben. Ich bin Bomberman. So, das wär's. Stage cleared. Wir sind clever. Und wir erhalten drei Goldcards. Ich glaube, wir haben alle gefunden. Auf dieser Stage. So. Nun kommen wir zu Stage 4.